Nein, Bob, Digga! Oh mein Gott! Bitte, ich möchte raus! Das ist so dumm! Oh mein Gott! Wie nennt man einen Herrenhut mit hohem Kopf? Das ist okay. Kein Problem. Oh, wie sauer! Cool. 30. Format Twitch Deutschland. Ich bin froh, dass ich immer moderiere. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dümmste fliegt. Bitte hier an der Stelle großes Shoutout an die Peets, denen das Format gehört, dass ich mir das joinken darf. Freut mich sehr. Es ist ein sehr, sehr cooles Format, deswegen schaut auf jeden Fall bei den Peets vorbei. Die haben das Format erfunden, die sind die OGs. Ich mach's nur nach. Kurz vorweg, wir haben uns ein bisschen eure Kommentare angeschaut unter den letzten der Dümmste fliegt Folgen und haben deswegen eine kleine Änderung für euch. Einige Leute meinen, dass sie es schade finden, dass so viel rausgeschnitten wird. Wir dachten, es ist die beste Lösung, weil wir so von 2-3 Stunden Material halt mal auf 30 Minuten kommen. Da aber viele Leute meinten, sie fänden es cooler, das Ganze mit allen Fragen zu haben, werden wir aus dem Ganzen der Dümmste fliegt diesmal 2 bis 3 Teile schneiden. Das war nämlich eine sehr lange Runde. Ich hoffe, wir treffen damit eure Wünsche. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls es noch irgendwas anderes gibt. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser legendären Folge, der Dümmste fliegt. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefällt und let's go. Also, was wir heute spielen ist, der Dümmste fliegt. Shoutout an die Peets, das ist ein Format von denen, was ich seit Ewigkeiten joinke. Gutes Format. Ihr seid jetzt 8 Teilnehmer und ich werde euch nacheinander Fragen stellen. Ihr müsst die Frage immer direkt beantworten. Es ist auch so ein bisschen auf Zeitdruck. Wie gesagt, der Countdown läuft immer runter und ihr sollt quasi nicht zu lange über die Fragen nachdenken. Und ganz am Ende, nach dem Timer, dürft ihr alle eine Person raussuchen, die eurer Meinung nach die dümmste Antwort gegeben hat. Genau, und dann dürft ihr quasi immer einen voten. Das wird dann nacheinander angezeigt. Und die Person, die am meisten Votes bekommen hat, die verliert ein Herz. Ihr habt insgesamt alle 3 Herzen. Wenn ihr 3 Herzen habt, dann seid ihr draußen, dann fliegt ihr quasi raus. Am Ende gibt es dann zwischen den letzten 2 Überlebenden ein Finale. Alright, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit 3 Minuten. Basti, du fängst an und die Zeit geht los ab jetzt. Basti, nenne irgendeinen bekannten Musikstreaming-Dienst. Spotify. Richtig. Was kann man lesen und hat man nach 24 Stunden an einem Tag nicht mehr? Er hat sich verstanden. Er hat es nicht verstanden. Eine selbstlöschende Nachricht? Zeit. Phoebe, mit dem Achievement erreiche eine Community, schaltet der Streamer erstmalig wie viele VIP-Slots für seinen Chat frei? 10. Richtig. Isa, wie viel sind ein Dutzend? 12. Richtig. Luna, welches Dokument bestätigt den Besitz eines Kfz? Ja, der Fahrzeugbrief. Richtig. Revi, das flächenstärkste Land in der EU ist Spanien. Richtig oder falsch? Falsch, ist Frankreich. Genau, das ist sogar auch richtig mit Frankreich. Romadra, welches Entwicklerstudio ist bekannt für die Spiele League of Legends, TFT und Valorant? Riot. Richtig. Max, wenn man ein A3-Blatt 2-mal hintereinander in der Mitte faltet, erhält man welches Papierformat? A2. A5. Basti, ja, bei einer Inflation verliert Geld seinen Wert. Richtig oder falsch? Das stimmt. Mhm. Chef Strobel, in dem klassischen Farben-Google-Schriftzug mit 2 O taucht welche Farbe nur einmal auf? Es gibt hier 2 Möglichkeiten. Blau? Nee, es wären gelb oder grün. Phoebe, auf welchem Kontinent liegt Kanada? Frankreich. Südamerika. Nordamerika. Ja, nice. Isa, die aktuellste, neueste Android-Version auf dem Markt trägt welche Nummer? Keine Ahnung, ich habe ein iPhone. Es wäre 13. Okay. Luna, was ist 11 mal 11? Oh Gott, 121. Richtig. Revi, für einen Vollzeitjob sind mindestens wie viele bezahlte Urlaubstage gesetzlich vorgeschrieben? 21. Das sind 20. Ja, okay, aber ich gebe mal mit dabei dann 21, die kriegen einen das mehr. Das ist nett. Ehrenmann. Ein Tag mehr als gesetzlich vorgeschrieben, das ist ja super. Also sie haben den auch ein Papier, aber sie können den nicht nehmen, ne, klar. Romadra, wie wird der Arbeitsspeicher eines Computers genannt? RAM. Richtig. Max, es sind keine Sonderzeichen im Twitch-Benutzernamen erlaubt, richtig oder falsch? Richtig. Er ist falsch. Basti, buchstabiere nämlich. N-A-M-L-I-C-H. Jetzt so richtig gefeiert, wenn H davon gewesen wäre. Herr Chef Strobel, wie viele Bälle brauchst du zum Fußballspielen? 1. Richtig. Und die Zeit ist jetzt auch vorbei. Das war die erste Runde. Ey. Wichtig, wichtig, bitte diesmal votet euch nicht selber. Sonst macht ihr wieder Self-Report und ihr fliegt raus, weil ihr euch selber votet. Ihr dürft nur andere Leute voten, also. Oh Gott. Wir müssen jetzt wirklich so einen auf, yo, wer am lostesten war, ne? Schon, ja, oder? Ja. Ich glaube, das ja war sehr lost. Ist tatsächlich, ganz klar, ist tatsächlich, ist geiler, sehr eindeutig. Ist es leider nicht für Strobel. Basti hat gewotet, Phoebe. Chef Strobel hat gewotet, Phoebe. Isa hat gewotet, Max.
Luna hat gevotet, Phoebe, Revi Phoebe, Romadra Phoebe, Max Phoebe und Phoebe Trimax. Ja! Das war Max, die Alter, Isa, wie assi! Luna 2! Das war's. Mehr sag ich nicht. Ja, das war wirklich. Ja, aber Max, Südamerika, ehrlich. Südamerika ist auch hart. Also, ja. Kanada, ja, die haben sich beide die Hand gegeben, ja. Ich bin in Geografie, so lass mir bitte keine Geografie-Fragen mehr. Es ist so schlimm. Oh. Ey, ganz ehrlich, ich finde aber auch, das muss man jetzt auch einfach akzeptieren dann. Ey, Mann, ich hätte das Gleiche gesagt, bin ich ehrlich. Können alle so hatte froh sein, dass wir Streamer sind. Holy shit. Verloren. Und alle anderen haben noch 3 Herzen. Alright, 3 Minuten gehen los ab jetzt. Phoebe, aus welchem Land kommt das Gericht Tacos? Mexiko. Richtig. Isa, wie viel Einwohner hat Deutschland im Jahr 2020 plus minus 2 Millionen? 81 Millionen. 81,2 hätte gezählt, aber es sind 83,24 dementsprechend. Luna, nenne einen der 3 Gründer von Apple. Oh Gott. Jetzt kann ich mich blamieren, wenn es falsch ist. Ist Steve Jobs? Ja, ist einer der 3. Revi, aus welcher Serie Film kommt der umschauende Fisch im klassischen Mod-Check-Emote? Digga, what the fuck? Oh, Revi kennt nur Pipogo. Digga, weiß ich nicht, wo der herkommt. Findet Nemo, keine Ahnung, Digga, weiß ich nicht. Aus SpongeBob. Crazy. Romadra, die meisten Katzen vertragen keine Milch. Richtig oder falsch? Richtig. Ja. Hä, man gibt den doch immer. Nein. Max, welche Farbe... Laktosefreie nur, ja. Max, welche Farbe entsteht, wenn du Blau und Gelb mixt? Grün. Richtig. Basti, wie viele Zacken hat der Mercedes-Stern? Das Logo von Mercedes. 3. Richtig. Chef Strubel, die Schrift in einem Stoppschild im Straßenverkehr hat welche Farbe? Weiß. Richtig. Phoebe, was ist die Hauptstadt von Italien? Paris. Oh, nein, Rob, Digga! Oh mein Gott! Bitte, ich möchte raus! Das ist so dumm! Oh mein Gott! Oh nein! Gut. Oh Gott, die Arme kommen nie wieder! Digga, sie ist safe. Ist sie nur dabei für die Clips? Aber sie hat's noch gerafft. Ich glaube, sie hat einfach falsch gedacht. Ja. Nein, aber echt jetzt leid. Isa, ein Kronkorken besteht aus dem Material Kork. Richtig oder falsch? Ein Kronkorken. Isa? Ja? Nee, der ist aus Metall. Hey, was ist das? Von so Bier oben zum Beispiel. Ach so, ja, tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Luna, wie nennt man räumliche Abschnitte in einem Videospiel? Level? Ja. Revi, wie viele Buchstaben hat das Wort buchstabieren? B-U-C-H-S-T-A-B-I-E-R-E-N. 13. Richtig. Romadra, aus welchem Teil des Baumes kann sich ein Apfel entwickeln? Rinde. Sorry. Rinde gesagt. Keine Ahnung. Hier Blüte? Mhm. Max, ein Quartal besteht aus wie vielen Monaten? 3. Aber die Zeit richtig. War schon vorbei. Und Zeit auch vorbei. Junge. Ey, das war eine Endeffekt. Ungünstige Runde. Ja, sad. Ja, ich hatte im Kopf rum, ich schwöre, ich sag, ja, aber ich finde Revi was. Hat Isa aber Glück gehabt. Ja, Max, komm, nächste Runde habe ich nicht. Ich hau gleich die Figur gegen die Wand. Kennst du den noch? Ja, den kenne ich noch. Das ist einfach meiner. Ich habe schön gefragt, ob ich den mitnehmen darf. Sie meinten, ja, kannst du haben. Hast du mir den geklaut und war weg. Ich löse es jetzt einfach nicht auf. Die meisten Leute haben Phoebe gewotet. Phoebe verliert ein Herz. Das war halt insane unlucky. Es tut mir sehr leid, Phoebe. Du hast es ja auch selber noch gemerkt. So richtig sad. Und dann starten wir wieder mit 3 Minuten ab jetzt. Basti, 15 Bar Luftdruck in einem Autoreifen sind eine gute Idee. Richtig oder falsch? Falsch. Genau. Welches Land gewann 2010 die WM? Chef Strubel. Das ist zu lang, oder? Italien? Es ist Spanien. Oh, ich dachte. Phoebe, die Mischung aus Coca-Cola und Fanta kann man bereits fertig kaufen. Wie ist das Getränk? Na, es gibt ja mehrere. Ne, Antworten? Weiß ich nicht. So Spezi? Mezzo-Mix heißt es offiziell. Ja, das ist schon okay. Spezi ist das Gleiche. Ja. Isa, welche Farben hat die Flagge von Russland? Weiß, blau, rot. Richtig. Und Luna, welche Farben hat die Flagge von Japan? Weiß, rot. Richtig. Und Revi, welche Farben hat die Flagge von Brasilien? Das sind nämlich 4. Gelb, grün, schwarz. Nee, gelb, grün, weiß. Gelb, grün, weiß. Und noch eine. Aber die fällt mir gerade nicht ein. Keine Ahnung. Was? Blau. Du hast mich jetzt blau? So verwirrt. Blau. Aber gelb, grün, weiß war richtig, ne?
Ja. Mhm. Kugel. Blau, Digga, wo ist denn da blau auf dieser Erde drauf? In der Mitte, ja. Ja, das reicht. Romatra, wie nennt man einen Herrenhut mit hohem Kopf? Zylinder? Richtig. Max, welches Gebäude ist im Vorspann der Disney-Filme zu sehen? Boah, was? Junge. Halsmaul. Welche Art Gebäude? Digga, du guckst immer Schloss. Disney Plus. Richtig. Das war so doof. Ach so, welche Art Gebäude? Er hat gedacht, der braucht einen Namen oder so. Ja, oh mein Gott. Ach so. War aber auch zu irritiert. Welchem Unternehmen gehörte Minecraft, bevor sie im Jahre 2014 von Microsoft aufgekauft wurden? Das müsste Mojang sein. Richtig. Chef Strobel, die chemische Formel für Wasser lautet O2. Richtig oder falsch? Richtig. Es ist falsch, es wäre H2O. Oh, Phoebe, wie viel sind 100 Dollar nach aktuellem Kurs in Euro? 94 Euro, keine Ahnung. Es sind exakt 100 aktuell. Ach so. Isa, ordne die Farben der Flagge von Belgien von links nach rechts an. Rot, schwarz, gelb. Schwarz, gelb, rot, genau andersrum. Luna, welchen Namen hat das Textverarbeitungsprogramm von Windows? Word. Richtig, und damit sind die 3 Minuten um und ihr dürft wieder voten. Das ist Martha freut sich richtig. Ja, da freue ich mich. Ich weiß auch, warum er das gesagt hat. Ich weiß auch, wenn es so klar ist. Okay, dann revealen wir. Basti hat gewotet Revi. Chef Strobel hat geantwortet Romatra. Isa hat geantwortet. Ich hab alles richtig beantwortet. Chef Strobel. Ich müsste das einen Punkt bei dir. Luna hat geantwortet Isa. Revi, Chef Strobel. Romatra, Chef Strobel. Max, Chef Strobel. Und Phoebe, Trimax. Ich muss irgendjemand nehmen. Max hier mit dem entscheidenden Punkt für Chef Strobel. Wichtig. War doch klar. Also O2, also das... Ja, Digga. Ja, ich wusste nicht. Das ist okay. Oh, wie sauer. Cool. Ja, was? Nimmt er richtig persönlich. Hey, das Ding ist, ich kann mir das gar nicht merken, wer welche Antworten gibt zu was. Und das ist ja, das immer Schwierige auch. Immer im Dropdown Chef Strobel auswählen. Okay. Weil man schon immer so konzentriert drauf ist, wann die nächste Frage an einen selber ist. Ist so, dass man ja sich dann nicht merken kann, wie man votet, ja. Alright. Jedes Mal. Stressigstes Format Twitch Deutschland. Ich bin froh, dass ich immer moderiere. Go. Gut, 3 Minuten geht los. Revi, wer sind die Imagine Dragons? Ja, so eine Band halt, ne? Richtig. Romatra, was ist auf dem Mitarbeiter-Badge von Twitch zu sehen? So ein Schlüssel, so ein Werkzeugschlüssel? Wie ja. Nennt man das? Ja, das zählt. Max, das Lenkrad eines englischen Autos befindet sich auf welcher Seite? Rechte Seite. Richtig. Basti, 112 ist die direkte Durchwahl zur Polizei in Deutschland. Richtig oder falsch? Falsch. Genau, ist nämlich die Feuerwehr. Chef, das im Hinblick auf die Fläche kleinste Land in der EU ist welches? Voll langsam irgendwie. Ja. Alter, Max, du kannst immer mehr Stress. Ich weiß nicht, ob es zur EU gehört. Fuck, Alter. Es wäre Malta. Oh, okay. Phoebe, welcher Twitch-Streamer hat aktuell die meisten Follower in Deutschland? Boah. Ich würde sagen, Monte. Richtig. Ja. Isa, was ist das Phantom der Oper? Ist ein Theaterstück. Musical, Roman, ja, gibt's bestimmt auch als Theaterstück. Luna, 45 Minuten sind wie viele Stunden? 3/4 Stunde? Genau. Revi, in Frankreich hat das Jahr jedes Jahr die gleiche Anzahl an Donnerstagen. Richtig oder falsch? Haben die keine Schaltjahre? Wird ja gar keinen Sinn machen. Nee, falsch. Genau. Romatra, was passiert zwischen der Sommerzeit und der Winterzeit? Die Uhr wird umgestellt. Mhm, ja. Max, was ist jedes Jahr am 6.12.? Scheiße. Nikolaus? Richtig. Basti, der Rapper Moneyboy gehört welcher Staatsangehörigkeit an? Österreich. Richtig. Richtig. Chef Strobel, wenn zu Hause die Küche brennt, ruft man wen an? Die Feuerwehr. Richtig. Phoebe, welche Farben hat die Flagge von den Niederlanden? Weiß, blau. Ja. Ja. Und rot. Ja, wusste ich noch. Isa, wie nennt man ein Verfahren, bei dem einzelne Metallstücke dauerhaft miteinander verbunden werden? Die werden zusammengeschweißt. Richtig. Luna, was ist der Übergriff für Google, Bing, Yahoo etc.? Suchmaschine? Richtig. Revi, ein deutscher Toaster wird üblicherweise mit was für einer Spannung betrieben? Weiß ich doch nicht, Alter. Was ist das? 12 Volt? Keine Ahnung. 230 und 3 Minuten sind vorbei. Ja, 200. Weiß ich doch nicht. Gut, ihr dürft wieder voten. Direkt.
Boah. Enthalten kann man sich nicht, ne? Man muss voten. Man muss. Ja, ich muss leider voten. Wenn ich es jetzt zum Beispiel in Ordnung gefunden hätte, hätte Chef Strobe jetzt irgendwas Falsches gesagt, aber Hauptsache er hätte irgendetwas gesagt, wie zum Beispiel Liechtenstein, hätte ich das nicht so dumm gefunden, wie dass er jetzt 30 Sekunden gar nichts gesagt hat. Ja, same. Okay, gut. Oder ist das so? Nein, warte, mit nichts sagen, schützt du dich halt von einer dummen Antwort. Genau, das halt punisht man mehr. Okay, es haben jetzt alle gewotet, ich würde jetzt mal auflösen. Basti hat gewotet, Revi, Chef Strobel, Phoebe, Isa, Chef Strobel, Luna, Chef Strobel, Revi, Chef Strobel, Romatra, Revi, Trimax, Chef Strobel und Phoebe, Chef Strobel. 12 Volt? Mit dem Toast? Du hast Physik studiert, komm jetzt mal klar, Bruder. Ja, zum Beispiel null los. Finde ich, finde ich jetzt zum Beispiel. Da war das mit der Strobel viel schlimmer. Gut, um euch nochmal kurz auf den aktuellen Stand zu bringen. Alle haben 3 Herzen, außer Chef und Phoebe, die haben beide ein Herz. Das ist so kurz als Info. Und die 3 Minuten gehen wieder los ab jetzt. Romatra, welche Farbe hat ein üblicher Greenscreen? Grün? Richtig. Max, welches Tier baut sich eine Burg aus Holz unter Wasser? Biber. Richtig. Basti, das Datum des Ostersonntags richtet sich nach dem Mond. Richtig oder falsch? Richtig. Genau. Chef Strobel, Till Lindemann ist Sänger welcher international erfolgreichen Band? Oh mein Gott, wie heißen die? Oh mein Gott. Ich weiß, wie er aussieht. Ich sage jetzt einfach irgendwas, Tote Hosen, aber es ist es nicht. Es ist Rammstein. Ja, danke schön. Ich höre die nicht. Phoebe. Ist besser als nichts sagen, finde ich immer noch. Ich finde immer noch besser als nichts. Warst du mal dumm, ne? Ja. Das Facebook-Logo besteht aus welchen 2 Farben? Was? Das Facebook-Logo besteht aus welchen 2 Farben? Blau, weiß. Richtig. Isa, was verhinderte früher das Einbrennen von Bildern und Monitoren? Keine Ahnung. Der Screensaver, der Bildschirmschoner. Luna, was ist die maximale Dauer, die man einen Chatter auf Twitch in dem Timeout schicken kann, ohne ihn zu bannen? Ein Monat? Das sind 14 Tage. Revi, wie viele Zentimeter entspricht etwa 1 Zoll? 1 Zoll? Ist das nicht sowas wie... ein Inch ist nicht ein Zoll, ne? Nee. 5 Zentimeter, 6 Zentimeter, irgend sowas? 2,5. Okay. Romatra, was ist die Komplementärfarbe von Rot? Blau. Grün. Max, wo geht die Sonne unter? Gelb ist blau. Im... Danke. Osten. Gelb im ist Westen. Auf und im Westen geht sie unter. Ja, scheiße, Max. Dumm war Osten, hast du gesagt. Scheiße, was? Nein, das zählt nicht. Basti, wie nennt man das Mehrkanal-Tonsystem, das in Kinos und im Heimbereich zum Einsatz kommt? Dolby Surround. Surround Sound, ja. Chef Strobel, welche bekannte Spielereihe ist berühmt für den Schwierigkeitsgrad und die herausfordernden Bosse? Dark Souls. Richtig. Phoebe, welcher Browser ist standardmäßig bei Windows vorinstalliert? Internet Explorer. Inzwischen Edge, früher war es Internet Explorer. Okay. Isa, in dem Game-Bild von der Twitch-Kategorie Just Chatting ist was abgebildet? Ey, Mann. Irgendeine Dame? Also auf jeden Fall eine Dame, so eine Person. Eine lächelnde Frau, die vor einem Mikrofon eine Tasse in beiden Händen hält. Kann man zählen lassen. Zeit ist abgelaufen. Oh, da bin ich, muss ich jetzt überlegen, ne? Max, wir können das jetzt auch nicht so ignorieren, ne? Ich hab's schon noch gut aufgesagt dann natürlich, ne? Das Ding ist, ich will nur eine Frage, weil ihr vorhin gesagt habt, ist keine Ahnung, auch sowas wie nichts sagen für euch? Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Ja, eigentlich schon. Aber es kommt nicht so dumm rüber, das ist das Ding. Ja, was will es geht ja nur darum, wie es ankommt. Kommt doch auf die Frage drauf an. Wenn du jetzt immer fragst, was sind die Farben von Deutschland, sagst du, weiß ich nicht, dann ist das auch scheiße. Vorhin sagst du, es ist besser, irgendwas zu sagen, dann sagt irgendjemand, keine Ahnung, sagst du, ja, das ist doch viel schlimmer, als irgendwas zu sagen. Hä? Ich mit ausvoten, da war Chef Strobel, ja? Aber wir haben trotzdem eine überraschend starke Runde. Also wir haben ja auch einige Leute dabei, die wirklich fast flawless durchlaufen. Das ist crazy. Ja, doch, Komplementärfarbe habe ich falsch beantwortet. Ich weiß tatsächlich nicht, was eine Komplementärfarbe ist. Was gegenüber im Farbkreis liegt. Genau gegenüber. Jetzt wird's spannend. Ihr habt sehr unterschiedliche Votes. Basti wählt Isa, Chef Strubbel wählt Max, Isa wählt Luna, Luna wählt Romatra, Revi wählt Chef Strubbel, Romatra wählt Isa, Trimax wählt Romatra und Phoebe Max. Wie machen wir das jetzt? Also haben Isa, Romatra und Max 2 Votes.
Nur Basti und Phoebe haben keine Votes, deswegen würde ich sagen, Revi, Phoebe und Basti, ihr dürft nochmal neu voten gleich, jetzt anonym hier, zwischen Isa, Romatra und Max. Aber mein Vote ging ja schon zu Isa. Dann kannst du den da lassen, wenn du den da jetzt nochmal lassen willst, dann passt das eigentlich. Phoebe, hast du deinen Vote auch nochmal umgeändert und ja. Revi, du hast deinen Vote jetzt auch, sind eure beiden Votes fest? Ja. Dann hat Phoebe noch Romatra gewonnen und dementsprechend hat Romatra 3 Votes und verliert ein Herz. Phoebe, ich liebe dich, ich liebe dich. Und wen hat also, Revi gewotet? Wen hat Revi gewotet? Das Trimax. Aber eigentlich ist Chef Strobel der verlorenste, Digga, mit dem Rammstein-Sänger, wirklich. Ja, weil du bei Rammstein-Fan bist, Digga. Ich hab die Komplementärfarbe falsch gesagt, ja, das muss man doch kennen, hä? Ey, ich hab dich nur genommen, weil du sehr schlau rüberkommst und man muss die guten Gegner auch schon mal ein bisschen weg machen. Ich hatte einfach Glück, dass keine Rinderfrage dran war. Guck mal, ihr wird taktiert. Nur auf Digga. Oh Mann, ey. Und 3 Minuten starten ab jetzt. Luna, was ist die Hauptstadt von Österreich? Wien. Richtig. Revi, wer erfand das Auto? Das Auto? Den Otto-Motor? Nee, das Auto. Das Auto? Weiß ich nicht. Henry Ford? Karl Benz. Ah, okay. Krass. Romatra, welche Farben sind in der kanadischen Flagge? Weiß und Rot. Richtig. Max, auf welchem Kontinent liegt die Wüste Sahara? Afrika. Richtig. Basti, in welchem Jahr fiel die Berliner Mauer? 1989. Richtig. Chef Strobel, welches Bundesland ist flächenmäßig das größte? Bayern? Richtig. Phoebe, was ist eine Primzahl? Boah, weiß ich tatsächlich nicht. Eine Zahl, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Okay. Isa, die Erde wiegt in etwa 23 mal so viel wie ihr eigener Mond. Richtig oder falsch? Richtig. Ist falsch. Luna, nenne 3 verschiedene Blutgruppen. A, B, nee, Entschuldigung. 0, A plus und B plus zum Beispiel. A positiv. Ja. Revi, wie viele Minuten sind 6 Stunden? Stunden, 60 mal 6 sind 640 Minuten. Sekunde, ich bin hier gerade verrutscht in der Reihe. Das ist 360, nee, 360. Nee, das ist leider 360, falsch. Du hast ja so ich grad nochmal korrigiert. Du hast 6 mal 6 gerechnet und kommst bei 60 raus. Ja, Digga, ich hab dich gerade nochmal korrigiert direkt, ja? Er hat 640 gesagt. 640? Ja, ich habe gerade. Es sind auf jeden Fall 360. Ja, ich hab gerade nochmal korrigiert. Oh, nein, schält nicht. Halt's Maul, Chef, ich drück dir so eine Schießrote mit deiner Fresse. Welche Konstante wird immer bei einer Berechnung einer Kreisfläche benötigt? Pi. Richtig. Max, nenne Pi auf 2 Nachkommastellen. Scheiße, 2,14. Boah, 3,14. Basti, der Saturn ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Richtig oder falsch? Nee, das ist der Jupiter. Genau. Oh, Digga, wie smart das passt nur. Ich vote Basti. Chef Strobel, welchen Planeten nennen wir den roten Planeten? Mars. Richtig. Phoebe, der Bundeskanzler ist das Staatsoberhaupt von Deutschland. Richtig oder falsch? Richtig. Falsch ist der Bundespräsident. Und die Zeit ist auch vorbei. Boah, ist das schwer. Das ist echt schwer. Digga, da waren viele Sachen dabei. Ich hab reingeschissen, nee, Max hat reingeschissen. Revi oder Trimax? Basti, du bist auf meiner Liste, du bist raus. Ist das reingeschissen, aber Pi nicht weiß? Alright, Ich hab mich gerade mit Max kurz falsch gesagt und mich korrigiert. 6x6, 640 ist schon bodenlos, ja. Digga. Ja, 6x6, 640. Was soll ich tun? Aber ich fand Primzahl auch krass, muss ich sagen. Ja, es war 3. Pi fand ich noch loster. Das Ding ist, Phoebe kriegt bei mir kein, weil sie nur ein Herz hat. Pi ist loster als Primzahl? Doch, doch. 3,1 weiß doch jeder. Also 3,16 irgendwas kann doch jeder noch sagen. 1,4, 1,5. Wow, okay. Ja. Ja, also Revi gewonnen. Ja, also jetzt ist mein Wort auf Final. Ist doch scheißegal. Das war's dann leider mit Revi an der Stelle. Halt's Maul, Roman. Ja, damit du hast du das selber falsch. Du spielst das falsch. Basti hat gewählt Max, Chef Strobel, Revi, Isa, Basti, Luna, Revi, Revi, Max, Romatra, Revi, Trimax, Revi, Phoebe, Revi. Damit hat Revi 5 Votes und verliert sein erstes Herz. Das ist so dumm, wirklich. Also den Planeten, Basti war krass. Ja, kriegt ein Herz dazu einfach jetzt. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich für eine Komplementärfarbe ein Herz verloren habe. Verlust verdient.
jetzt mal. Ich glaube, es wird noch sehr lustig. Also. Das ist das Geile an dem Format. Du findest zum Beispiel Komplementärfarbe, dich zu wissen, überhaupt nicht lost. Und ich finde Pi überhaupt nicht lost. Aber wenn die Mehrzahl dafür ist, lernt man was das dazu. Was verrückt, wirklich wie lost unterschiedlich ist. Leute einschätzen. Ja, ja. So. Ja, ja. Der Hauptsachechef Strobel fliegt gleich raus. Dann 3 Minuten ab jetzt. Isa, ein Twitch-User kann, wenn sein Entbannungsantrag einmal abgelehnt worden ist, erneut einen zweiten stellen. Richtig oder falsch? Falsch. Genau. Luna, dein Herz pumpt Blut. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Genau. Revi, nenne eine der 10 Firmen, die zum Konzern VW gehören. Volkswagen. Richtig. Romatra, wie viele Monate haben 31 Tage? 6. 7. Und Max, wie viele Monate haben 29 Tage? Einer. Alle. Basti, wie heißt der Zeichentrickfilm Elefant mit den großen Ohren? Dumbo. Richtig. Chef Strobel, wie viele Milliliter sind 1,3 Liter? Wie viele Milliliter? 1300. Genau. Phoebe, wie atmen Fische unter Wasser? Mit den Kiemen. Richtig. Isa, welches Element oder Eigenschaft nutzt man, um einen Schrumpfschlauch schrumpfen zu lassen? Wie heißt das? Schrumpfgerät. Das Schrumpfgerät. Das Schrumpfschlauchgerät. Dieses eine, was so super kalt ist, so eine Luft, die man so drauf pustet und die ist so richtig kalt. Ja, die also, es wäre Feuerwärmehitze. Genau. Gewesen. Aber das ist richtig kalte halt, ja. Luna, einen missglückten Sprung im Wasser, der sehr schmerzhaft ist, nennt man auch als? Auch Platscher? Richtig. Revi, wie werden die japanischen Comics genannt? Mangas. Oder Hentais. Richtig, perfekt. Ja. Ich kenne sie alle. Romatra, welche Farben hat das WhatsApp-Logo? Grün und weiß. Richtig. Max, die ausgeschriebene Form von LED ist Light Emulating Diode. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Das ist falsch. Es wäre Light Emitting Diode. Das ist richtig gewesen. Das ist voll geil, wie confident. Basti, die Abkürzung GN. 8 wird im Netzjargon wofür benutzt? Gute Nacht. Richtig. Chef Strobel, in welcher Stadt steht der Louvre? Paris. Richtig. Phoebe, wie viele Nieren hat ein Mensch im Normalfall? 2. Richtig. Isa, die Gravitation auf dem Mond ist niedriger als auf der Erde. Richtig oder falsch? Falsch. Ist richtig. Oh. Also, kannst du was da ich so. Jetzt... Ja, okay, scheiß drauf. Keine Ahnung, 50-50. Ja, ist schwer. Das ist schwer. 50-50 ist. Ja, also ich dachte, dass wenn es niedriger ist, dass du dann so halt so rumspringen kannst und so. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja so, aber du hast ja verneint. Du hast das Gegenteil gesagt. Ja, Chef Strobel kriegt mein Vote, ist mir egal. Was war nochmal für Dinger dabei? Was hatten wir für falsche Sachen? Naja, du hattest eins. 29. Du hattest sogar zwei. Du hattest sogar zwei Sachen falsch. Du hast dich ja noch übel gefühlt bei Light Emulating Diode. Ja, das ist richtig. Das ist geil, das ist witzig. Ich meine, hatten wir eine krasse falsche Antwort? Eigentlich nicht, oder? Ja, aber es ist ja jeder. Max? Ich hab's auch wieder vergessen. Ist das eine krasse falsche Frage? Das wäre die Frage gewesen, wie viele Monate haben nur 29 Tage? Boah, das ist eigentlich so eine Kinderfrage. Das ist so eine Linksfrage. Ist das los? So eine Fangfrage. Ich hatte den Sänger von Rammstein vor 3 Runden. Ich würde ihn voten. So, dann haben alle gevotet. Basti sagt Max, Chef Strobel sagt Max, Isa sagt Max, Luna sagt Isa, Revi sagt Max, Romatra sagt Max, Trimax sagt Isa und Phoebe sagt Max. Und damit hat Max mit 6 Votes wegen der Trickfrage ein Herz verloren. Was? Das ist echt gemein. Die Trickfrage. Das ist warum ich auch immer kurz warte. Weil ich immer denke so, Herz, pumpt das Blut, ist da irgendwas falsch? Ich hab's eher noch, was sich so gefühlt hat bei dem LED, ja, das ist richtig. Ja, das komplett reingeraten. Vor allem hat der Februar 28 Tage, nicht 29, ne? Also wenn du mit einem Monat Februar meinst, der hat ja 28. Aber alle 4 Jahre hat er... Ja.